Hallo Leute der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Shattered – Gefährliche Affäre. Worum geht es in diesem Film? In diesem Film geht es um Chris Decker, der gespielt wird von Cameron Riley Moghahan, den man zum Beispiel aus Gotham kennt. Dieser Mann führt ein sehr wohlhabendes Leben, weil er viel mit App-Entwicklung zu tun hatte und auch ein bisschen bei der Spieleentwicklung mitgespielt hat. Und somit hat er sich doch einen sehr guten Wohlstand angehäuft. Persönlich hat er dann doch wieder mehrere Probleme, da seine Frau die Scheidung eingereicht hat und mit ihrer Tochter weggegangen ist. Er selber möchte die Scheidung aber noch nicht so wirklich und versucht sich dann noch so ein bisschen drum zu drücken, die Dokumente zu unterzeichnen. Eines Abends oder beziehungsweise Nacht geht Chris einkaufen und trifft auf eine Blondine namens Sky. Sky wird gespielt von Lily Crook, die man zum Beispiel aus Salt and Fire kennt und die auch die Tochter von Victoria Ferris ist. Sky wirkt ein bisschen unbeholfen und scheint wohl auch keinen so guten Tag zu haben, denn auch ihr Uber versetzt sie. Somit nimmt Chris sie mit und möchte sie absetzen, aber Sky möchte gar nicht zu sich hin, weil sie wohnt nicht alleine, sondern mit ihrer Mitbewohnerin, mit der sie sich mehr oder weniger gut versteht. Also nimmt Chris sie mit nach Hause. Dort lernen sich die beiden immer besser kennen und scheinen auch nicht voneinander abgeneigt zu sein. Aber das Ganze scheint sich in eine Richtung zu entwickeln, die Chris nicht gefallen wird. Und Sky scheint auch nicht die Person zu sein, die sie vorgibt. Ja, also ich muss sagen, der Film ist sehr interessant. Der Film hatte sehr viele spannende Momente. Der Cast ist sehr gut. Man nimmt den Schauspielern sehr gut ihre Rollen ab, die sie auch wirklich fantastisch spielen. Also echt, also so gut, vor allen Dingen wie Sky so zwischen ihren ganzen Emotionen hin und her springt, richtig gut. Das ist ganz großes Kino. Also der Film ist wirklich spannend bis zum Schluss. Kann man den Film besser machen? Vielleicht. Muss man aber nicht. Der Film ist wirklich ganz gut, so wie er da ist. Geht auch nicht zu lang. Der ist sehr kurzweilig, muss ich sagen. Echt interessant. Also, ich kann zu dem Film wirklich nicht viel sagen, ohne zu spoilern. Ihr merkt, das fällt mir gerade so ein bisschen schwer, so über den Film zu reden. Aber der Film hat eine gut durchgehende Story mit interessanten Wendungen, mit tollen geschriebenen Charakteren und es passiert in dem Film immer irgendwas. Und es passieren auch sehr viele Dinge, wo man jetzt denkt, okay. Da habt ihr euch mal was Interessantes einfallen lassen. Oder okay, damit habe ich jetzt so auch nicht gerechnet. Also von daher muss ich sagen, ist der Film sehr gut gelungen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies. Und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, also der Cast ist wirklich gut gewählt. Die Atmosphäre ist wirklich super. Die Action ist gut, die Spannung ist super. Also, da gibt es echt nichts zu meckern. Auch die ganze Story macht Sinn. Und ja, also der Film kriegt von mir eine klare Anguckempfehlung. Ich gebe diesem Film, ja, 4 von 5 Totenköpfen. Weil der Film wirklich gut ist, er ist nicht perfekt. Aber er ist richtig gut. Er ist kurzweilig, er macht Spaß, er hat auch spannende Momente und so weiter und so fort.
Also der Film ist wirklich sehr gut gelungen. Ja, das war die Filmbewertung für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.